wurde im Landkreis Ahrweiler vor der Flutkatastrophe rechtzeitig gewarnt, aber zu spät gehandelt? Diese Vorwürfe zumindest erhebt ein Krisenforscher. Wäre rechtzeitig ein Voralarm ausgelöst worden, hätte man Zeit gehabt, Häuser zu evakuieren. Bereits am Nachmittag des 14. Juli veröffentlichte das Landesumweltamt demnach Prognosen, die einen Pegelstand der Ahr von deutlich mehr als dem vorherigen Höchststand von 3,7 Meter vorhersagten. Der Katastrophenfall wurde jedoch erst um 23.15 Uhr ausgerufen. Der rheinland-pfälzische Innenminister kündigte an, die Abläufe an diesem Abend exakt aufzuarbeiten.